Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Test-and-Trial-Video, würde ich mal so sagen, für dich. Und zwar geht es um die Produkte von Luvia, die ich letztens in meinem Amazon-Haul gekauft habe. Das ist die Matte Mosaik-Palette, das ist die Konturpalette und die Highlighter-Palette. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Unschwer zu erkennen ist, dass ich bereits Foundation und Concealer drauf habe. Natürlich habe ich mein Gesicht auch vorher geprimed. Und krempeln wir die Ärmel hoch und legen wir los. Denn als erstes müssen wir natürlich den Concealer setten, den ich hier drauf gemacht habe. Den habe ich mir tatsächlich auch nur mit den Fingern aufgetragen. Genauso wie die It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream. Ach, ich liebe dieses Teil, es ist echt so leicht. So, dann nehme ich mir hier die Konturpalette von Luvia. Das ist die Prime Contour Palette Essential Contouring Shades Volume 1. Und so sehen die Töne aus. Also man hat da wirklich ein komplettes Farbspektrum mit drin. Ich werde, also sogar ein Highlighter ist da mit dabei. Ach, Wahnsinn. Diesen Pinsel hier von Essence nehme ich als Puderpinsel heute, weil die anderen, die ich verwende, sind alle aus diesem Set, was ich euch auch in meinem Amazon-Haul gezeigt habe. Das sind die lila silbernen. Mega schön. Also da freue ich mich drauf, die zu verwenden. So, als erstes möchte ich meine Augenpartie setten. Im Prinzip habe ich ja die Wahl zwischen zwei matten Tönen, die ich nehmen kann, jetzt überhaupt, um mich abzupudern. Da habe ich einmal so einen etwas gelben Ton und hier einen etwas rosastichigen Ton. Ich versuche jetzt erstmal meine Augenpartie zu setten mit dem etwas gelbigen Ton, ja. Es ist halt so ein bisschen wie ein Bananapowder, würde ich mal so sagen. Du hast ja auch einen schönen großen Spiegel drin, das ist total praktisch. Gehe ich mit meinem Pinsel rein und sette meinen Concealer. Es ist schon sehr gelb, ne? Aber naja, die Palette ist echt stark parfümiert, aber ich weiß nicht, woran mich das erinnert. Ich versuche mir das so ein bisschen wie ein Baking-Puder relativ dick aufzugeben. Wenn ich nämlich gleich die Lidschattenpalette verwende, habe ich keine Lust, dass ich Krümmelkram habe. Ich krümel auch immer gerne auf meine Nase, deswegen mache ich das auch ein bisschen mehr mal auf die Nase mit drauf. Ich finde, dass solche Paletten immer etwas schwierig sind. Denn du hast in Paletten meistens so, ja, maximal die Hälfte der Töne, die zu dir passen und der Rest passt nicht. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil du willst ja im Prinzip alle verwenden. Aber, kleiner Tipp, du kannst den Rest als Lidschatten verwenden. Das ist auf jeden Fall möglich. Natürlich hast du dann ultra riesengroße Lidschatten, aber du kannst wenigstens alle Töne in irgendeiner Art und Weise verwenden. So, nachdem ich jetzt meine Augenunterpartie jetzt etwas gelb gemacht habe, gehe ich in den anderen matten Ton, den ich hier habe und sette damit andere Stellen, wo ich quasi Lidschatten drauf, ach Quatsch, Lidschatten, Concealer drauf gemacht habe. Und dann gehe ich nochmal ganz soft über mein komplettes Gesicht. Auch wenn du eigentlich diese It Cosmetics CC Plus Your Skin But Better Cream nicht setten musst. So, dann haben wir das Ganze schon mal gesettet. Ich finde, farbtechnisch passt das eigentlich ganz gut. Jetzt mache ich mir eben meine Augenbrauen und dann sehen wir uns sofort wieder. So, die Augenbrauen sitzen, der Lidschattenprimer sitzt und jetzt können wir uns der Lidschattenpalette zuwenden. Das ist ja die Matte Mosaik von Luvia. Und in dieser Palette haben wir 12 matte Farben, die du entweder zu einem sehr, sehr bunten Look verwenden kannst oder, so wie ich das heute versuchen werde, für einen einfarbigen Look. Also das wird halt sehr im Rotton gehalten werden, passend zu meinem T-Shirt. Dann setten wir doch mal den Lidschattenprimer mit der Farbe Soft Tan. Das ist dieses Cremeweiß hier oben und diesem abgeschrägten, fluffigen Pinsel. In die Lidfalte gebe ich mir Rose Honey. Das ist so ein schöner altrosa Ton. Wie man es von Luvia erwartet, ist es wundervoll. Also
Auftrag ist wirklich schön soft und es lässt sich auch einfach schön einarbeiten. Den Farbton Twilight Red verwende ich, um meine Lidfalte nochmal so ein bisschen zu vertiefen. Setze ich nur ganz vorsichtig, weil er ist sehr, sehr stark pigmentiert. Hui! Dann gehe ich hier oben in das Dunkelbraun, das ist Light Amber, und dafür verwende ich hier einen Smudging Brush. Ich klopfe es nicht ab und presse mir das einfach hier hinten in das äußere V. Wirklich ins äußere Drittel und dann so ein bisschen in die Lidfalte noch rein, um einfach weichere Übergänge nachher zu schaffen. Aber es ist schön. Den Smudger mache ich ein bisschen sauber in meinem Catrice Brush Cleanser Pot. Das ist ein Schwämmchen. Und der nimmt so ein bisschen, wenn man da so leicht reingeht, auch das Pigment einfach auf, dass man den Pinsel auch für eine weitere Farbe noch verwenden kann. Das ist immer ganz praktisch. Ersetzt nicht das Pinselwaschen, aber du kannst einfach mit dem Pinsel so weiterarbeiten. Das ist sehr, sehr gut. Dann gebe ich mir Fuchsia Rose, dieses Pink, einfach in die Mitte. Ich hoffe, dass sich das nicht allzu sehr beißt. Also hier in den Innenwinkel meine ich, ne? Oh, der krümelt. Okay, ich habe auch nicht abgeklopft. Da bin ich selber mit bei. Den blende ich dann auch so ein bisschen nach oben hin aus. Finde das aber ganz cool, so als Innenfarbe. Lässt sich auch echt schön intensivieren und aufbauen. Das mag ich gerne. Kann auch unsauber sein, das ist also, ne, das ist hier kein Problem, es wird hier nachher noch verblendet und alles, da sind wir ja ganz entspannt immer. Ich finde, das verleiht den Augen noch so ein bisschen Leuchtkraft, das mag ich echt gerne leiden. Ja, und dann nehme ich mir mal die Highlighter-Palette, weil ich natürlich jetzt auch ein Highlight in die Mitte setzen möchte und gehe hier in diesen Ton, das ist so ein rosaner Highlighter, nehme den auch mit dem gerade kurz gereinigten Smudger-Brush auf, gehe da ordentlich rein, hab dann schön was auf dem Pinsel und gebe mir das auf das Zentrum. Ich versuche das nochmal mit meinem Finger, damit das vielleicht ein bisschen intensiver wird. Ja, ist besser. Mit der Farbe Aprikot und einem Blendepinsel verblende ich einfach mal so ein bisschen meine Farben hier oben. Nach oben. Die Farbe Ocean verwende ich für meinen unteren Wimpernkranz, um den einfach hier unten nachzuziehen. Und dafür nehme ich so einen abgeschrägten Pinsel, der wahrscheinlich eher sowas für Augenbrauen ist, aber ich benutze solche Pinsel sehr, sehr gerne, um die halt hier unten zu verwenden. Mit einem Blendepinsel und der Farbe Light Amber gehe ich jetzt nochmal in mein äußeres V, um da einfach ein bisschen noch zu verblenden und das Blau einfach so ein bisschen zu verbinden, weil Blau und Rot ist ja eigentlich eher so, ne, die Grundfarben, dass die dann lila ergeben und so weiter, bla bla, dass man halt da eine Verbindung hat, so. Und dafür hilft mir das Braun. Als Inner Corner Highlight nehme ich hier aus der Konturpalette diesen Weiß-Schimmerton und verwende dafür diesen Pinsel. Das ist so ein ganz schmaler, kleiner Pinsel. Und den gleichen Ton und den gleichen Pinsel nehme ich für mein Augenbrauen-Highlight. Einmal hier mit dem Blendepinsel vorsichtig rübergehen, den ich natürlich eben sauber gemacht habe. Also einfach nur zum Verbinden von Augenbrauen, Highlighter und Lidschatten. So sieht das Ganze jetzt aus der Ferne aus und jetzt ziehe ich mir einen Eyeliner. So, Eyeliner und Mascara sitzen und ja, der Augenlook gefällt mir persönlich echt gut.
Das mit dem Blau hätte jetzt nicht unbedingt unter dem Auge sein müssen, aber im Großen und Ganzen gefällt mir das. So, jetzt müssen wir mein Gesicht zu Ende machen. Dafür verwenden wir zunächst einen Bronzerpinsel und diese Konturpalette. Ich würde mir jetzt gerne diesen Ton hier unten als Bronzerton aufgeben. Krümmelt schon ziemlich, ne? Holla, da kommt was aufs Gesicht. Ui! Ui, das bröselt hier vor sich hin. Ja, der Ton ist gut. Der passt auch wohl zu mir. Ich persönlich finde aber, dass diese Töne halt sehr, sehr bröselig sind. Und dementsprechend lassen die sich nicht so gut verarbeiten. Ich weiß nicht. Also, da habe ich definitiv schönere, so als Monotöne halt, ne, die mir dann auch wirklich auf Anhieb passen. Und wo ich nicht so unfassbar vorsichtig mitarbeiten muss. Also hier musst du wirklich aufpassen und sogar den Bronzer abklopfen. Also das ist schon krass. So, der Bronzer sitzt schon mal und hat mein Gesicht eigentlich ganz gut aufgewärmt. Es ist schwer damit zu arbeiten. Also das muss ich wirklich sagen, gefällt mir jetzt nicht ganz so optimal. So, einen Blush habe ich jetzt hier in den Paletten nicht mit drin gehabt, deswegen trage ich den jetzt so mal auf. Das ist hier der Love Blushment, so ein schönes Rosa, der passt jetzt, glaube ich, gerade ganz gut zum Look. Dann nehme ich diesen abgeschrägten Pinsel, gehe da rein, klopf ab und trage ihn mir auf. So ein softer Sommerglow und rosa Ton. Also der Pinsel macht gerade nicht seinen besten Job. Er löst sich hier so ein bisschen, ne? Das wird mir gerade ein bisschen zu struwwelig. Hm. Naja, jetzt habe ich halt, wie gesagt, einen leichten, sehr leichten Blush drauf, weil die Augen sind ja schon so krass. Wenn ich jetzt noch einen dollen Blush mir nehmen würde, glaubt mir, das wird nicht so gut aussehen. ja, Highlighter. Highlighter mit einem Highlighter-Pinsel. Da möchte ich gerne diesen Ton hier oben nehmen. Den finde ich schön, der gefällt mir. Gucken wir mal, was der so kann. Der kann ein bisschen was. Ist jetzt nicht so intensiv. Bauen wir den mal auf. Ja, dann macht er auf jeden Fall mehr. Ja, also der Highlighter ist schon sehr dezent. Ich gucke mal, ob ich den vielleicht ein bisschen kräftiger kriege, aber so viel Auswahl habe ich hier nicht. Ich nehme jetzt mal den hier unten, auch wenn der ein bisschen dunkler ist. Vielleicht hat der mehr Bums. Mal gucken. Ja, der kann auf jeden Fall mehr. Trage ich den nochmal hier auf meiner Wangenknochen hier oben auf. So ist das schon mal ganz in Ordnung, ne? Erstmal ein bisschen Wasserspray als Fixing Spray. Und um das Ganze abzurunden, nehme ich mir hier von Birds and Bees von der lieben Laura aus dem Tauschpaket den Lippenstift. Ich glaube, die Farbe passt jetzt gerade ganz gut. Das ist so ein schönes Nude. So, ihr Lieben, das ist jetzt... So, ihr Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Also mir gefällt es ganz gut. Ja, also ich muss sagen, dass das alles sehr harmonisch ist. Ja, Fazit, Lidschattenpalette. Super schön, wie gewohnt. Sagen wir es mal so, ich hatte bessere, ich hatte schlechtere. Aber die hier ist auf jeden Fall eine, die ich jetzt auch öfters gerne verwenden werde, weil die halt
schöne, kräftige Farben hat. Ich meine, es ist halt tatsächlich so, dass du etwas eingeschränkt bist, weil es halt nur matte Farben sind. Aber das ist nicht schlimm, weil wenn man dann einen Highlighter nimmt oder ne, irgendeine andere schimmernde Farbe, die man garantiert zur Hand hat, weil wenn du dir einen Look schminkst, dann hast du auch einen Highlighter mit dabei irgendwo, dann funktioniert das auch. Ja, ne? Deswegen, gute Palette gefällt mir richtig gut. Die Highlighter sind nicht ganz so meins. Also die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt bei mir bleiben, weil die mir einfach auch irgendwo zu langweilig sind. Ja, die Konturpalette muss ich noch ein bisschen mehr durchtesten. Da habe ich jetzt ja noch nicht die meisten Farben von genommen. Das Puder, ja, soweit in Ordnung. Hat auch unter dem Auge das alles schön gemacht. Hat das schön gesettet. Hat auch nachher das ganze Make-up schön gesettet. Bronzer ließ sich echt schwer auftragen. Aber das Ergebnis gefällt mir. Es ist schön natürlich. Ja, so halt mein Fazit zu den drei Paletten. Also eine ganz toll, eine so lala und eine nicht mein Fall. Ja, und das war's auch schon. Ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!